Mahlzeit miteinander. Ich war vor kurzem im Ausland bei unseren Nachbarn in Österreich und da habe ich einen Supermarkt ausgewählt nach meinem Vertrauen und habe da einiges eingekauft. Und zwar lauter österreichische Biersorten. Und da möchte ich heute mal anfangen mit einer, die mir da im Regal aufgefallen ist. Und zwar war ich eben in Salzburg und wie es sich in Salzburg erklärt, habe ich ein typisches Salzburger Bier mitgebracht. Und zwar eins von der Stiegl-Brauerei. So kann man es vielleicht besser lesen. Stiegl Goldbräu, direkt aus Salzburg. Ist eine relativ schlicht gestaltete Dose. Ja, mal rot-weiß, Nationalfarben von Österreich. Das passt zu dem Bier. Finde die Schrift da recht cool. Muss nicht allweil so viel Tamtam sein. Reicht auch vom Design her. Finde ich es ansprechend, schaut gut aus. Wirkt auf jeden Fall auf den ersten Blick einmal appetitlich. Wir haben hier ein Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,0%. Ja, Dose in Österreich, noch ohne Pfand. Ich glaube, das soll jetzt dann bald kommen, dass auch unsere Nachbarn Pfand haben. Ja, Umweltfreundlichkeit wird wahrscheinlich dort auch dann recht groß geschrieben. Ja, ich schaue jetzt mal in die Dosen rein. Machen wir auf. So, gibt es mal einen Schluck. Okay, gut. Schenken wir mal ein, schauen uns die Farbe und den Schaum an. Große Herausforderung für mich, dass wir da eine gescheite Schaumkrone hinkriegen. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das kann sich ein bisschen sehen lassen. Passt schon, geht besser. So, ja. Goldbräu sagt schon alles. Goldgelbe Farbe. Ein richtig schöner, goldiger Farbstich, so muss das sein. Ja, finde ich sogar ein bisschen farbenprächtiger als ein normales helles. Und wir haben hier eine schöne Schaumkrone, die fällt auch nicht zusammen. Die ist zwar großporig, aber ich denke mal, na, die kann sich sehen lassen bei der Halbe. Ja, jetzt trinke ich nochmal einen Schluck aus dem Willibecher und dann sage ich was zum Geschmack. Wir haben hier einen sehr vollmundigen Geschmack, herb, Bitterstoffe kommen durch, aber auch eine gewisse Süße. Das finde ich, tragt das ganze Bier recht gut, unterscheidet sie, finde ich, schon zu einem herkömmlichen Münchner Hell. Gerade das Zusammenspiel zwischen bitter und süß finde ich hier recht gut. Und es schmeckt halt sehr runtergekühlt nochmal besser. Also da geht es halt richtig gut obi. Naja, kein Vorteil sei, kein Nachteil sei. Ich finde jetzt halt, auf den ersten Blick gibt es meines Erachtens keine großartigen negativen Sachen. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Mei klar, Alkoholgehalt kommt durch, aber das ist normal. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist ultra negativ. Also es ist jetzt nichts, das permanent, wodurch dieses Bier permanent besticht, dass man nur den Alkohol rausschmeckt. Also es hat viele verschiedene Geschmacksrichtungen und Geschmacksnoten. Vor allem ja, diese Bittersüße, die finde ich halt einfach schön tragend und man hat auch gefühlt, dass man was im Mund hat, dass da was rüberkommt. Und das ist auf jeden Fall bei dem Stiegl der Fall. Ich bin ein Fan davon. Schaut, dass das bei uns jetzt nicht zum Kaffee gibt. Also ich habe es zumindest jetzt nicht bei einem Supermarkt, wo ihr jetzt oder Getränkemarkt, wo ihr jetzt regelmäßig ein- und ausgesehen. Sollte ich es aber sehen, werde ich mir auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Flaschen oder Dosal holen. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese restliche Halbe genießen und mir schmecken lassen, weil so oft kriege ich es auch nicht. Kauft es, wenn es sekt, probiert es oder nehmt es aus Österreich mit. Ich sage Prost und bis zum nächsten Mal.